große Euphorie in Ulm und ehrlich gesagt auch große Verwunderung über Ulm. Der SSV Ulm ist Spitzenreiter der dritten Liga als Aufsteiger nach 30 Spielen. Wer hätte das gedacht? Also ich nicht. Und damit herzlich willkommen im Ulmer Donaustadion. Herzlich willkommen zum 31. Spieltag Ulm gegen Aue. Dieses Thema Euphorie, das ist groß. Die Fans wollen natürlich den Aufstieg in die zweite Bundesliga. Aber die Mannschaft, die muss sich natürlich auf die letzten 8 Spiele konzentrieren. Und ich habe den Trainer Thomas Wörle gefragt, wie das gelingt. Ach, grundsätzlich glaube ich, sind wir sehr, sehr bodenständig hier beim SSV Ulm. Das heißt, wir wissen schon auch, dass wir in jedem Spiel aufs Neue hart arbeiten müssen, um uns auch wieder Punkte zu erarbeiten. Und von daher, wir nehmen das Selbstvertrauen mit aus den Spielen, ja, aus der Saison insgesamt, die ja bis hierhin wirklich toll ist. Aber bleiben so bescheiden, dass wir auch heute wieder uns ja, 90 Minuten lang wieder das arbeiten müssen, um dann am Ende vielleicht auch einen Punkt mitnehmen zu können oder 3. Es geht gegen Erzgebirge Aue. Pavel Dotschev hat gesagt, Ulm, das ist eine Mannschaft, die eigentlich keine Schwächen hat. Welche Schwächen hat denn Aue? Ja, grundsätzlich ist es eine Mannschaft, die mit Ball wirklich stark ist, die eine sehr reife Spielanlage hat, individuell auch eine hohe Qualität hat. Es gibt so ein paar Momente im Spiel, wo wir uns natürlich schon was ausrechnen. Aber das werden wir dann sehen, ob das dann hoffentlich auch heute aufgehen wird. So oder so wird es darum gehen, dass wir in jedem Bereich einfach gut sein müssen. Ja, auch bei den Standardsituationen ziemlich wichtiger Punkt sein. Ja, es treffen hier zwei Mannschaften aufeinander, die beide sehr, sehr gut in Form sind. Und auch für Aue geht es um sehr viel. Vielleicht die letzte Chance, noch mal oben ranzurücken. Es gibt ein kleines Problem bei Ulm. Der Kapitän fehlt. Und wer den ersetzen wird, sagt uns unser Reporter Martin Maibücher. Ja, wir sind gespannt auf dieses Spiel SSV Ulm gegen Erzgebirge Aue. Und ja, Johannes Holbein hat es angesprochen, der Kapitän ist nicht dabei. Joe Reichert, Wadenverletzung, plagte sich schon eine Weile lang mit rum. Heute hat es nicht gereicht, auch nicht für den Kader. Er ist aber natürlich hier im Stadion und hat eben schon viele Gespräche auch mit den Ulmer Fans geführt. Für ihn wird Lamar Yarbrough in der Innenverteidigung spielen. Und das ist ehrlich gesagt gar nicht so ein schlimmer Ausfall. Klar, Reichert ist der emotionale Leader. Er ist die Identifikationsfigur in Ulm. Aber Yarbrough hat auch schon 17 Saisoneinsätze. Also hier wird keiner reingeschmissen, der diese Liga nicht schon bestens kennengelernt hat. Rund 12.000, 13.000 Fans werden hier erwartet im Donaustadion zu diesem Heimspiel der Ulmer gegen Aue. Und zu Hause gefällt es den Ulmern am besten. Haben seit 5 Monaten zu Hause nicht verloren und nicht zu vergessen. 5 dieser 7 Spiele haben sie ja in Aalen im Ausweichstadion austragen müssen. Also ob Aalen, ob Donaustadion, zu Hause klappt alles richtig gut für die Ulmer in Schwarz und Weiß von links nach rechts. Und dann schauen wir doch gleich mal, wie Thomas Wörle seine Mannschaft hier auf den Rasen schickt. Neben Lamar Yarbrough ein weiterer Neuer, das ist Lennart Stoll. Er wird über die linke Seite kommen. Er ersetzt den gelb-rot gesperrten Rösch. Hier haben wir Pavel Dotschev, den Trainer von Erzgebirge Aue, im Bild. Er ist ja der Rekordhalter in der dritten Liga. 344 Einsätze, davon ist er, Thomas Wörle, noch ein paar Spiele entfernt. Und vielleicht kommen ja auch gar nicht mehr so viele in der dritten Liga dazu, wenn nämlich diese Überraschungsmannschaft wirklich den Aufstieg schaffen sollte. Erste Freistoßsituation, Cienza kommt gefährlich durch. Aber der Ball dann nicht zu erreichen für Lamar Yarbrough, der langgewachsene Innenverteidiger, der bei Standards natürlich immer vorne mit dabei ist. Und wir blicken natürlich auch auf die Aufstellung der Gäste. Dort auch 2 Veränderungen im Vergleich zum letzten Ligaspiel. Corbinian Burger in der Innenverteidigung ist mit dabei. Erik Majetschak, der zuletzt in der Innenverteidigung gespielt hat, rutscht dafür ins defensive Mittelfeld. Und Tim Danhof, eigentlich Rechtsverteidiger, zurück nach Schulterverletzung, geht auf die rechte offensive Seite. Abseitssituation hier von Leo Cienza.
zu sehen, dass Ulm hier in den Anfangsminuten relativ hoch steht. Aue gar nicht erst zur Entfaltung kommen lassen will. Jetzt aber der Fehlpass. Majacek. Pepic. Und das ist der angesprochene Danhof. Eine Position nach vorne gerückt. Eben heute nicht Rechtsverteidiger, sondern Rechtsaußen. Und erster guter Schuss für die Gäste. Kilian Jakob, der Linksverteidiger, versucht es einfach mal. Aber Christian Ortak im Tor bleibt weiter ohne Gegentor. 515 Minuten ohne Gegentor war er bis zum Anpfiff dieses Spiels. Marvin Stefaniak. Hoch veranlagt. Diese Ecke aber geht ins Nirgendwo. Das ist Bastian Allgeier. Ist ja so ein halber Neuzugang. War schon 2 Jahre vom KSC ausgeliehen, aber dann jetzt im vergangenen Sommer fest verpflichtet von den Karlsruhern. Barilla. Und wieder muss Ortak ran. Zweite Mal schon in dieser Anfangsphase. Kilian Jakob. Jakob, schönes Dribbling. Und Ulm erstmal defensiv ganz gut beschäftigt. Stefaniak. Der Ball von Martin Mennel nicht zu kontrollieren für den Linksaußen von Erzgebirge Aue für Marvin Stefaniak. Hier haben wir Lennart Stoll, habe ihn eher auf der linken Seite als direkten Ersatz für Rösch vermutet, sortiert sich aber erstmal auf der rechten Seite ein. Allgeier spielt dafür auf der linken Außenbahn. Auf beiden Seiten klappt das mit dem Spielaufbau noch nicht ganz so wie gewünscht. Eben der Fehlpass aus der eigenen Abwehr ins Aus von Aue. Jetzt also dasselbe auf Seiten der Ulmer von Philipp Strumpf. Pepic. Stefaniak und den sehr offensiv eingestellten Jakob. Fall gebracht von Tom Gahl und es gibt eine ganz ordentliche Freistoßsituation für die Gäste aus dem Erzgebirge. Im Hintergrund zu sehen, gut 600 Fans aus Aue hier ins Donaustadion angereist. Wirklich eine hervorragende Stimmung hier im Rund. Bin gespannt, ob Stefaniak hier für den Stimmungskiller erstmal sorgen kann. Zumindest aus Ulmer Sicht. Dem ist nicht so mutiger Versuch, aber dann doch 2-3 Meter zu hoch angesetzt. Cesar
Und Cienza geht nach, aber ist da ziemlich allein unterwegs. Aber gut zu sehen, wie hier auch Hiegel dann früh anläuft. Und Cienza kommt aus dem Abseits. Ja, wird jetzt auch gepfiffen von Schiedsrichter Felix Bickel, 27 Jahre aus Wolfsburg. Martin Mennel, absolute lebende bzw. spielende und haltende Legende bei Erzgebirge Aue. 519. Spiel für ihn. Mit weitem Abstand natürlich Rekordspieler seines Vereins. Kam 2008 aus Cottbus und hat dann einfach immer nur für Aue gespielt. Das Hinrundenduell übrigens zwischen diesen beiden Mannschaften war damals sein 500. Das von Martin Mennel. Da gab es aber eine Niederlage. Ulm gewann nach Rückstand mit 2:1 beim FC Erzgebirge. Pepic, zwei feine Fußballer im Mittelfeld bei Aue und wieder Dahnhof. Barilla. Gut gedacht, der Ball in die Schnittstelle, hinter die Kette auf Mendes Pepic. Ball dann aber nicht zu erreichen für den Zehner. Der Gäste. Und genauso wie auf der anderen Seite, auch Aue läuft hier sehr früh an. Steht mit gleich 4-5 Spielern rund um den Strafraum. Aber Ulm will das spielerisch lösen. Sich nicht auf den langen Schlag verlassen, sondern sich rauszukombinieren. Hat in diesem Fall funktioniert. Allgeier. Brandt, Meier. Brandt und Meier, die Schaltzentrale beim SSV. Strumpf. Und der Ball dann nicht zu erreichen für Bastian Allgäu. Für mich kein Foulspiel. Das sieht Schiedsrichter Bickel anders. Für mich Gahl einfach nur nah dran. Und der Gegenspieler nutzt dann den sanften Körperkontakt, um zu Boden zu gehen. Wird häufig gepfiffen im Mittelfeld, für mich war es nichts. Jabru, der Reichert-Ersatz. Auch hier gut unter Druck gesetzt von Aue. Pepic raus auf Dahnhof. Und Jabru klärt das zur Ecke. Mehr Spielanteile in diesen ersten knapp 12 Minuten auf jeden Fall beim Gast aus Aue. Auch schon zwei ganz ordentliche Situationen in Tornähe gehabt. Einmal der Schuss von Jakob und einmal die Flanke, die Ortag da rausboxen musste. Einen Torabschluss der Ulmer haben wir zumindest in diesen ersten Minuten noch nicht gesehen. Aber diese Mannschaft ist so gefestigt, strotzt so vor Selbstvertrauen.
dieser Mannschaft ist zu jeder Uhrzeit, zu jeder Tageszeit und zu jeder Spielzeit zuzutrauen. Hier nochmal einen Gang nach oben zu schalten und offensiv zu wirbeln. Gerade mit den spielstarken und vor allem technisch starken Leo Cienza, Dennis Cessa und vorne drin mit Felix Hiegel. Noch im Spiel, gut gerettet von Cessa, aber dann hängen geblieben an Burger. Ja, Gahl kommt von hinten in den Zweikampf. Mit Stefaniak spielt dann auch den Ball, trifft ihn aber auch hinten an der Wade. Für mich auch nicht zwingend ein Pfiff. Wurde auch genauso quittiert hier von den vielen Ulmer Fans im Donaustadion. Schiedsrichter Bickel gab ihn trotzdem. Jetzt mal die Umschaltmöglichkeit. Leo Cienza im 1 gegen 1 gegen Steffen Kansa. Und der Innenverteidiger bleibt der Sieger in diesem Duell und zieht hier noch den Freistoß. Das war doch mal die erste gute Situation. Und ja, das Ding kann man auf jeden Fall pfeifen. Cienza, auch mit angelegtem Arm, hat überhaupt keine Intention, zum Ball zu gehen. Sondern rempelt da nur recht robust den Steffen Kansa rein. Der Freistoß ist, glaube ich, unstrittig. Nichts passiert, aber natürlich immer gefährlich, wenn da jemand auf die Tatanbahn, auf die Laufbahn, die es ja hier gibt im Donaustadion, gefoult wird. Aber für den Kanzler geht es ohne Probleme weiter. Und es ist nicht nur dieses Spiel, das eine enorm hohe Wichtigkeit hat für die Ulmer. Für Ulm ist eigentlich fast jedes Spiel als Aufsteiger ein Topspiel in dieser Liga. Aber gegen eine Mannschaft wie Erzgebirge Aue viele, viele Jahre zweite Liga. Ab und zu ging es dann mal runter in die dritte, aber dann auch meist relativ schnell wieder hoch. Aktuell Tabellenneunter. Und wenn wir auf die kommenden Wochen gucken, dann geht es da gegen den vierten, gegen Preußen Münster und gegen den dritten Regensburg. Also die Highlight-Wochen der Spatzen, sie fangen gerade erst an. Jakob. Stefaniak sehr umtriebig, aber auch immer eng begleitet von Tom Gahl. Meier, Strumpf, gut gelöst, war eigentlich überhaupt kein Platz da an der Seitenlinie, aber dann doch gut rauskombiniert, aber das hält dann auch meist nur für 5-6 Sekunden, gerade die vertikalen Bälle, die Pässe in die Spitze, entweder auf die Außen oder auf Hiegel im Sturmzentrum, sie kommen noch nicht an, zum einen die Pässe nicht optimal gespielt, zum anderen aber auch gut verteidigt, jetzt der Ball in die Spitze, auf Cessa, Cessa, Mennel ist da und die Riesenmöglichkeit im Nachschuss für Felix Hiegel. Spiel läuft weiter, noch keine Möglichkeit da auf die Zeitlupe zu gucken. Erst jetzt der Ball im Aus
Die größte Möglichkeit bislang in dieser Partie nach 17 Minuten. Stefaniak verliert den Ball und dann schaltet Brandt schnell um. Cesar mit seinem Schuss, Mennel ist da und dann kann Hiegel den Ball nicht optimal platzieren. Was für eine Möglichkeit, hier zur Führung zu kommen für den SSV. Leo Chiesa. Sehr gut gelöst von Pepic auf Steffen Meuer, der mit der Spielverlagerung auf Marvin Stefaniak. Feiner Versuch mit dem Außenriss. Aber zum einen sehr aufmerksam weggefischt von Christian Ortag, zum anderen auch eine Abseitsposition angezeigt, vom Schiedsrichter gespannt. Ja, die Fans träumen natürlich vom Aufstieg, vom Durchmarsch in die zweite Liga, genauso wie es die SV Elversberg ja in der vergangenen Saison geschafft hat. Aber Thomas Wörle hat immer wieder betont, er denke nicht über den Aufstieg nach. Natürlich freue er sich, dass seine Mannschaft so gut im Saft steht, so tolle Ergebnisse einfährt und so eine hervorragende Premierensaison in der dritten Liga spielt. Aber Ulm muss nicht aufsteigen. Und ich glaube, das unterscheidet auch diesen Verein und diese Mannschaft von einigen anderen Clubs in der dritten Liga, die das Ziel Aufstieg ausgegeben haben, die vielleicht auch aus wirtschaftlichen Gründen aufsteigen müssen. Für Ulm wäre es einfach nur ein Riesenbonus. Und die Fans dürfen gerne träumen. Aber im Verein, da bleiben sie ganz cool. Vor allem und allen voran der Cheftrainer Thomas Wörle. Felix Hiegel. Chienza drauf spekuliert, da in die Schnittstelle reinzustoßen. Hiegel versucht es selbst. Zweiter Abschluss von ihm. Der mit Sicherheit der etwas schwierigere im Vergleich zu seinem Nachschuss eben nach 17 gespielten Minuten. Kann man trotzdem notieren als Offensivaktion. Klar, Thomas Wörle. Corbinian Burger im Verteidiger neben Kansa spielen überhaupt erst zum zweiten Mal in dieser Saison in dieser Konstellation zusammen. Letzter Einsatz von Corbinian Burger übrigens Ende Januar, lange nicht auf dem Platz gestanden. Damals gegen Lübeck vom Platz geflogen und seitdem keine Minute mehr gespielt. Heute darf er wieder von Beginn an ran. Hier der Mann mit der Nummer 5. Der diesen Ball etwas unterschätzt, jetzt aber da ist. Und es gibt wieder ein kleines, nickliges Foul von Kansa. Ja, geht da mit dem Fuß Richtung Sprunggelenk von Hiegel.
korrekt entschieden von Felix Bickel, der aber meiner Meinung nach gut daran tut, hier bei diesen vielen kleinen Fouls im Mittelfeld und auch an der Seitenlinie nicht sofort eine Karte zu zücken, sondern es erstmal bei Ermahnungen zu belassen. Und so hat Chienza die nächste Möglichkeit, hier für ein bisschen Gefahr zu sorgen oder sie zumindest einzuleiten. Sehr optimistisch, von dort die Flanke zu schlagen. Chienza. Lennart Stoll. Schön gemacht, schön gelöst auf Chessa. Chessa, Jabru wieder mit der Hacke. Jetzt wird hier ein bisschen gezaubert im Donaustadion. Leo Chienza, der ist so stark am Ball, so dribbelstark, hat so ein feines Füßchen. 7 Tore selbst erzielt, 9 Assists dazu gegeben. Dieser Neuzugang aus Magdeburg macht seit Beginn dieser Saison einfach nur Spaß aus Ulmer Sicht. Sehr gut herausgespielt von den Spatzen. Den Eckball haben sich die Gastgeber redlich verdient. Das erste Mal eigentlich, dass nicht ein Ballverlust von Aue der Ausgangspunkt für einen Angriff der Ulmer ist. Bislang tun sich die Gastgeber noch etwas schwer, von hinten aus der eigenen Abwehr heraus das Spiel aufzubauen. Hier hat es aber mal richtig gut funktioniert. Keine hektischen Pässe, sondern ganz ruhig sich durchkombiniert und sich eben diesen Eckball erarbeitet. Chienza sagt, geh da rein. Aber da ist dann überhaupt keiner mehr. Variante nicht ganz geglückt. Jakob auf Danhof. Danhof, Allgeier passt auf. Tim Danhof hatte es eben angesprochen, zuletzt zweimal nicht dabei gewesen. Probleme mit der Schulter gehabt, diese dann aber auskuriert, zurückgekehrt ins Mannschaftstraining. Und heute ist er wieder von Beginn an dabei. Marvin Stefaniak, der Siegtorschütze von vor 2 Wochen gegen Viktoria Köln. 2-1-Sieg da. Und das ist ein richtig guter Versuch. Tolle Möglichkeit, aber aus diesem fulminanten Schuss entwickelt sich gleich der Konter für Ulm. Leo Chienza, Chienza, verfolgt von Pepic, Chienza, leicht gezogen, für mich kein Strafstoß. Die Fans fordern natürlich hier was völlig anderes aus der realen Einstellung. Für mich sah es danach aus, als ob alles korrekt war. Klar, ein bisschen Körperkontakt von Pepic war da, aber nichts, was einen Strafstoß rechtfertigen würde. Schauen wir bestimmt gleich noch mal auf diese Szene drauf. So, hier haben wir sie noch mal. Ja, ein bisschen Arme von beiden und das ist auf gar keinen Fall ein Strafstoß. Für mich fast mehr Armeinsatz von Chienza als von Pepic und dieser tolle Volleyschuss von Barilla. Da muss Ortak auf Nummer sicher gehen.
starke Variante. Erinnere mich da mal an ein Tor von Lothar Matthäus vor vielen, vielen Jahren in Leverkusen, als er das Ding unter die Latte geschweißt hat. Barilla zumindest fast auf den Spuren des Weltmeisters von 1990. Stompf, Winterneuzugang, kam aus Västerås, aus Schweden. Vertrag bis 2025 bekommen und sich seinen Stammplatz erkämpft in der Ulmer Mannschaft. Freistoß und, wenn ich es richtig sehe, die erste Verwarnung mit dem gelben Karton. Gelbe Karte gegen Corbinian Burger. Auch ganz interessant, seine erste gelbe Karte in dieser Saison. Eine rote hatte er schon. Ja, kommt da einfach einen Moment zu spät gegen Brandt. Verwarnung geht in Ordnung. Cienza und Cessa, die beiden Kreativbeauftragten. Im kleinen Diskurs. Wer schlägt das Ding in die Mitte? Und Ulm ist kopfballstark und vor allem nach Standards stark. Die letzten drei Tore bei 1860 und gegen Sandhausen alle nach einer Ecke gefallen. Jetzt der Freistoß von Cessa. Ball noch nicht geklärt. Erst jetzt kann Tasci die Nummer hier ein bisschen beruhigen aus Sicht der Gäste. Halbe Stunde gespielt. Aus meiner Sicht ein ausgeglichenes Spiel bislang. Anfangsphase, ersten 12, 15 Minuten gehörten eher Aue. Die besseren Chancen hatte allerdings der SSV Ulm. Vor allem dieser Chancendoppelpack mit dem Nachschuss von Felix Hiegel. Und hier hat Leo Cienza vermutlich im Bauchraum was abbekommen. Scheint da ein bisschen Probleme zu haben, zu atmen, an Luft zu kommen. Wirkt nicht wie was Schlimmeres. Aber der Junge braucht mal ein kleines Päuschen. Pavel Dotschev hat schon so viel gesehen in seinem Trainerleben. 58 Jahre alt, der Coach, der ja zum dritten Mal schon Cheftrainer bei Erzgebirge Aue ist. Zwischenzeitlich auch mal Sportdirektor dort war. Irgendwie zieht es ihn immer wieder zurück ins Erzgebirge. Und er hat im Vorgespräch vor dem Spiel auch mit meinem Kollegen Johannes Holbein gesagt, ja, wenn hier die Überraschung gelingt, dann ist das möglicherweise die letzte Chance, noch mal oben anzugreifen. 9 Punkte beträgt der Rückstand auf den Relegationsplatz. Nach unten sind es 14 Punkte, also mit dem Abstieg sollte Aue auf gar keinen Fall mehr was zu tun haben. Aber sollte seine Mannschaft hier nicht gewinnen können in Ulm, dann seien auch die kühnsten Träume einfach ausgeträumt, was das Thema Aufstieg oder zumindest das Ziel, sich da oben noch mal ranzukämpfen, angeht. Brandt. Allgeier. Cessa. Stoll.
bringt sich am Langpfosten in Position. Schön vor Stefaniak geschoben, kann den Ball dann aber nicht kontrollieren. Trotzdem erneut ein ganz guter Angriff der Ulmer, die, ja, ich habe es eben angesprochen, nach der Anfangsviertelstunde sich berappelt haben, mehr Bälle gewinnen, daraus Chancen kreieren und jetzt auch, ja, so seit 5 bis 10 Minuten im eigenen Aufbauspiel sicherer sind. Die Passkontrolle ist wieder da. Und dadurch jetzt leichtes spielerisches Übergewicht beim Tabellenführer. Und ja, man muss sich manchmal immer noch ein bisschen zwicken. Der Aufsteiger aus Ulm ist Tabellenführer der dritten Liga. Und das nicht am ersten Spieltag, weil man aus Versehen 7-0 irgendwo gewonnen hat. Nein, nach 30 Spieltagen. Was für eine überragende Leistung aller hier in Ulm. Burger. Jakob. Gefährlich. Martin Menne. Und auch hier hat sich das Pressing bezahlt gemacht. Alles zugestellt, Mennel zum langen Schlag gezwungen und dann den Einwurf herausgearbeitet im Spiel gegen den Ball. Wirklich mal wieder eine exzellente Leistung der Spatzen. Einwurf Allgeier. Der Ball sehr mutig von Kansa. Stoll, Meier. Und es geht über Gahl und Schopf. In der Länderspielpause haben die Ulmer mal 3 trainingsfreie Tage nacheinander bekommen. Ziel von Thomas Wörle war es, dass sich die Spieler auch mal mit anderen Dingen beschäftigen. Sonst ja immer nur 24/7 Fußball, Fußball, Fußball. Andere Impulse zu bekommen und dann mit auch ein bisschen frischeren Beinen zurückzukehren auf den Trainingsplatz. Für Joe Reichert hat es, wie angesprochen, nicht gereicht, fit zu werden. Aber bis auf ihn, den Kapitän und Romario Rösch, alle fit, spricht auch für die medizinische Abteilung bei den Ulmern. In dieser Phase der Saison so wenige Ausfälle zu haben. Aue hat schon ein paar mehr Personalprobleme. Marco Sikora fehlt, gelb gesperrt. Sijaric, Thiel, Vukancic, Rosenlöcher, alle noch angeschlagen oder verletzt, nicht dabei. Aber da sitzt noch einer auf der Bank, der vermutlich, ja, in den letzten 30, vielleicht 20 Minuten noch mal für Gefahr sorgen könnte. Marcel Bär ist zurück, nachdem er krankheitsbedingt 3 Spiele verpasst hatte. Kraft reicht noch nicht für einen Einsatz von Beginn an, aber ich gehe fest davon aus, dass, sollte es weiterhin 0-0 stehen, er zum zweiten Durchgang oder im zweiten Durchgang mit Sicherheit reinkommen wird in die Partie. Hiegel. Stoll. Nochmal Hiegel. Meier. 2-gegen-3 Situation. Stoll mit der Brust versucht abzulegen auf Cessa. Ball kommt dann aber nicht ganz in die Richtung seines Sturmkollegen. Und Cessa auch ein bisschen überrascht, dass Hiegel da diese Variante der Ablage gewählt hat.
Ganz gute Situation, allerdings am Ende ohne Gefahr für das Tor von Martin Mette. Ja, geblockt, aber auf der anderen Seite, wo soll Pepic hin? Steht einfach nur im Weg. Dennoch gibt es den Freistoß für die Ulmer. Gewohntes Bild. Viele Freistöße aus den Halbräumen. Alle jedoch nicht so wirklich in Strafraumnähe. Daher schwierig, dort mit einer Flanke direkt für Gefahr zu sorgen. Hat bisher auch nicht geklappt. Deswegen hier mal die kurze Variante. Und das ist doch schon mal eine etwas bessere Position. Aus dem Freistoß in den Freistoß gearbeitet. Und das aus einer ganz guten Position. Klarer Zupfer von Barilla. Völlig zu Recht so entschieden. Leo Cienza. Cienza und der Ball geht fast durch. Jetzt die Nachschusschance, das Tor für den SSV Ulm. Max Brandt 1-0. 40. Spielminute. Versucht noch zu retten, diese Flanke. Er muss natürlich damit rechnen, dass beim ersten Ding schon jemand dran geht. Sieht dann unglücklich aus. Und dann steht Max Brandt genau richtig, versenkt den Ball. Der Tabellenführer führt gegen den Tabellenneunten durch den zentralen Mittelfeldspieler. Zweites Saisontor für Max Brandt. So verlässlich im zentralen Mittelfeld. Gegen Ingolstadt mit dem Fast-Traumtor, damals noch in Aalen, als er es aus dem Mittelkreis versucht hat und nur die Latte getroffen hat. Das war Ende Februar. Jetzt also sein zweites Saisontor. Und das könnte ein ganz, ganz, ganz was Wichtiges sein. Und es kommt natürlich zu einem super Zeitpunkt. So kurz vor der Pause, 5 Minuten sind es noch plus Nachspielzeit. Aber es ist immer ein anderes Gefühl. Immer irgendwie knistert es anders, wenn man mit einer Führung in die Kabine geht und dann mit einem Selbstvertrauen auch wieder rauskommt zur zweiten Hälfte. Sollte es Ulm schaffen, hier diese Führung auch dann in die Halbzeit zu bringen. Martin Mennel. So einen großen Vorwurf will ich ihm gar nicht machen bei diesen Flanken von außerhalb des Strafraums, die scharf aufs Tor gezogen werden. Muss der Keeper eigentlich immer davon ausgehen, dass irgendwer den Ball mit dem Kopf, der Schulter, dem Fuß Richtung Tor lenkt. In dem Fall war keiner dran, sieht dann aber natürlich immer nicht ganz so glücklich aus. Kann den Ball nicht klären und von seiner unglücklichen Abwehr landet der Ball dann bei Brandt. Und der macht das dann eiskalt, steht richtig und bringt Ulm mit 1-0 in Führung.
Kilian Jakob. Wieder mal so ein Vorstoß von ihm, aber der Ballverlust, Dribbling technisch nicht sauber zu Ende geführt. Gahl schaltet sich mal vorne mit ein. Aber Pepic bringt die Sache unter Kontrolle. Stefaniak, gut gestört von Stoll. Also Bickel ist meines Erachtens sehr schnell mit seiner Pfeife. Ja, leichtes Ziehen, leichtes Zupfen. Der Unparteiische unterbindet alles, was halbwegs nach Körperkontakt aussieht im Mittelfeld. Sehr, sehr viele Freistöße zwischen den Strafräumen. Die Führung für Ulm geht aus meiner Sicht in Ordnung, vor allem aufgrund der wirklich verbesserten Spielanlage nach der Anfangsviertelstunde. Aber man darf Aue auf gar keinen Fall unterschätzen. Sie sind die Stehaufmännchen in der dritten Liga. Dannhof im Abseits. 18 Punkte haben sie schon nach einem Rückstand geholt. Das ist der Bestwert in der dritten Liga. Jetzt nicht ganz so schlimm gesehen, wie es sich für Cesar vielleicht angefühlt hat. Letzte Minute, letzte halbe Minute in diesem Duell zwischen Ulm und Aue läuft. Ich darf Ihnen schon mal unsere Halbzeitpause sehr ans Herz legen. Johannes Holbein, unser Moderator, spricht mit einer Ulmer Vereinslegende und er spricht auch mit dem Geschäftsführer Markus Thiele über einen möglichen Aufstieg und was dafür alles zu tun ist, um eben auch in der zweiten Liga antreten zu können. Stichwort Stadion, nicht mehr auf dem allerneuesten Stand. Das alles bei uns in der Halbzeitpause. Dranbleiben lohnt sich. Zwei Minuten gibt es offiziell obendrauf. Spielzeit der Halbzeit 1 mit 2 Minuten. Zwei Minuten noch für Aue, möglicherweise doch noch zum Ausgleich zu kommen. Oder aber für die Ulmer das Ergebnis in die Pause zu nehmen. Wer weiß, vielleicht gibt es noch mal einen Freistoß. Vielleicht kann Ulm sogar noch mal nachlegen. Etwas mehr als eine Minute sind dafür noch Zeit. Stefaniak, viele Ballkontakte, alle nicht sonderlich erfolgreich. Stoll. Müsste Einwurf Aue geben, ja. Stoll aus meiner Sicht auch noch mit dem Oberschenkel dran. Kann er sich beschweren, so viel er will. Ich glaube, das geht so in Ordnung. Der Torschütze bekommt eine kleine Ansage vom Unparteiischen. Soll wohl nicht ganz so dynamisch in die Zweikämpfe gehen. Abgenickt von Max Brandt. Und jetzt plätschern diese Nachspielminuten doch ziemlich rumpelig da vor sich her. Freistoß ausgeführt, zurückgepfiffen. Der Unparteiische war noch nicht fertig. Sieht alles danach aus, als ob es hier mit der 1:0-Führung in die Pause geht. Durch den Treffer von Max Brandt in der 40. Minute. Und genau so ist es. Der SSV Ulm, der Tabellenführer der dritten Liga, führt
auch in diesem Heimspiel gegen Erzgebirge Aue nach 45 Minuten mit 1:0. Er ist der Torschütze in diesem Spiel, Max Brandt, per Abstauber. Ich darf runtergeben in die Halbzeitanalyse zu meinem Kollegen Johannes Holbein. Ja, vielen Dank. Es läuft doch alles richtig gut für Ulm. Und ich habe jetzt eine echte Ulmer Vereinslegende bei mir. Walter Modig, Torhüterlegende und der Mann mit dem legendären Schnurrbart. Hallo. Hallo. Wie oft sind Sie denn noch in Ulm? Ja, also Spiele habe ich jetzt nicht allzu viel gesehen, weil ich jetzt etwas weiter weg wohne. Aber wie gesagt, ich verfolge das Ganze natürlich im Fernsehen. Gott sei Dank werden die Spiele ja übertragen. Und heute bin ich mal Gast und freue mich natürlich sehr über das Spiel auch. Sie haben bei Augsburg gespielt, bei Bayern, bei Ulm. Wir haben auch noch so ein paar Bilder von Ihnen, wie Sie da früher gespielt haben. Was ist das für ein Gefühl, wenn Sie da zurückblicken? Ja, natürlich in meinem Alter wird das alles ein bisschen legendärer. Also wenn ich die Bilder natürlich jetzt sehe, vor allem die Haare, da habe ich noch schöne dunkle Haare. Man sieht, dass man alt geworden ist. Es war einfach eine schöne Zeit und ich bin froh, dass ich sie erleben konnte. Wir wollen jetzt gemeinsam auf diese erste Hälfte gucken. Es ging ja eigentlich so ein bisschen verhalten los, aber dann erst die große Chance, der Ulmer Doppelchance, 17. Minute. Gucken wir mal drauf. Wie haben Sie die Szene gesehen? Ja, ich war überrascht, dass Aue so druckvoll beginnt. Und ich muss sagen, es bewahrheitet sich alles, was Ulm dieses Jahr spielt. Sie verhalten sich sehr, gegen den Ball sehr gut. Die haben die Druckphase überstanden und dann haben wir eigentlich eine riesengroße Chance, wo wir eigentlich das 1-0 machen müssen. Ja. Genau, auf die Chance haben wir gerade geschaut. Martin Mennel, der Torhüter, ganz gut reagiert. Sie als Torhüter, hat er gut gemacht, oder? Der Martin Mennel war immer schon ein großer Torhüter, ist ein sehr guter Torhüter. Aber ich muss auch dazu sagen, wenn wir gerade bei den Torhütern sind, auch der SSV Ulm hat einen sehr guten Torhüter. Darüber reden wir gleich noch. Wir gucken jetzt auf die Szene von Aue. Auch eine gefährliche Szene nach einer Ecke. Dann eine super Variante. Wie haben Sie das gesehen? Wie hat Ortak da reagiert? Also, wir werden es jetzt gleich sehen. Ich finde, er hat hervorragend reagiert. Und wie gesagt, man braucht dann auch manchmal ein bisschen Glück. Es war eine super Szene, aber wie gesagt, ich habe es gerade schon gesagt, sie haben mit Ortak einen sehr guten Torhüter. Ja. Wie wichtig ist so ein Mann, der hat jetzt schon 5,5 Spiele ohne Gegentor bestritten, wie wichtig ist es, dass man von hinten so eine Ruhe hat, so eine Sicherheit? Also ich muss es generell, ich würde es mal so sagen, Torhüter habe ich jetzt schon gelobt, aber ich lobe einfach mal die Disziplin der Ulmer Mannschaft. Diese Ergebnisse kommen nicht von ungefähr, sie kriegen kaum ein Gegentor, weil die Mannschaft sehr diszipliniert spielt und man merkt genau die Handschrift vom Trainer, sie machen das, was sie können, verzeigen, alle Mann verteidigen und deswegen kommt auch so ein Ergebnis wie jetzt schon wieder zustande. Aue macht das Spiel, Ulm macht das Tor. Und so war es in den letzten Wochen immer wieder. Genau, wenn man hinten gut steht, dann reicht vorne ein Tor. Das wollen wir uns jetzt auch angucken. Max Brandt hat es gemacht. Das war nach einem Freistoß. Gucken wir jetzt auch nochmal drauf. Genau. Standardsituation. Mendel lässt nach vorne klatschen und Max Brandt steht da. Gut, man braucht da auch ein bisschen Glück, dass der Ball genau ihm vor die Füße fällt. Aber wie gesagt, dieses Glück hat sich diese Mannschaft das ganze Jahr schon erarbeitet. Also perfekt, man kann es nicht besser machen. Und ich hoffe, sie halten das durch und spielen die genauso diszipliniert weiter und gewinnen das Spiel. Und steigen hoffentlich auf. Was gefällt Ihnen an dieser Mannschaft so gut? Also mir gefällt die Handschrift des Trainers. Ganz klar, die Mannschaft spielt nicht irgendwelche Dinge und man merkt auch, das ist ein Kollektiv. Es erinnert mich ein bisschen an meine Zeit hier beim SSV Ulm. Wir waren auch nicht so die beste spielerische Mannschaft. Aber wir waren eine Mannschaft, wo alle verteidigt haben. Und es war ein bisschen ähnlich wie jetzt. Wir haben kaum Gegentore bekommen und konnten uns dadurch auch in der zweiten Liga halten. Und so kann man aufsteigen, so kann man Titel gewinnen. Das ist ein alter Satz, den hat es schon immer gegeben. Hin gewinnt man die Meisterschaften. Vielen Dank, Walter Modig. Gerne. Sehr interessant. Gerne. Drücken die Daumen, dass es klappt mit dem Aufstieg. Ich drücke auch alle Daumen und hoffe auch für die Fans, dass wir wirklich wieder in der zweiten Liga spielen. Denn der SSV Ulm, da gehört er hin. Ganz einfach. Und wir gucken jetzt auf diese besondere Saison des SSV Ulm. Den Höhenflug hat für uns Andi Köstler. Jeder gibt für den anderen alles. Wenn einer einen Fehler macht, versucht der andere ihn wettzumachen. Jeder arbeitet, jeder ackert, vom Stürmer angefangen bis zum Verteidiger, bis zum Torwart. Unser Star ist ganz sicher hier ganz klar die Mannschaft und da ist jeder Spieler wichtig, jeder Trainer wichtig.
aber keiner wichtiger als der andere. Auch nicht der Kapitän Johannes Reichert. Aber er ist der, der schon als kleiner Knirps im Donaustadion war. Bis auf einen kurzen Ausflug nach Kaiserslautern hat er immer für den SSV gekickt. Vor dem Saisonstart hat er für uns noch mal den 20. Mai 2023 durchlebt. Wir haben so viele schlechte Zeiten erlebt. Aber wir haben es geschafft. Es ist unbeschreiblich, was wir geleistet haben als Verein, als Stadt, als Mannschaft. Jetzt heißt es einfach nur noch feiern und genießen. Wahnsinn. Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gesehen, die Bilder. Aber wenn man es jetzt auch noch mit ein bisschen Abstand noch mal alles so sieht, unfassbar. Also werde ich fast schon sentimental. Nach 22 Jahren wieder Profifußball in Ulm, Ende der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts, rockt der SSV die Bundesliga. Die Fußball-Euphorie in Ulm war unbeschreiblich. Doch was dann kommt, hat sehr viel mit Misswirtschaft und Fehleinschätzungen zu tun. Der SSV versinkt in drei Insolvenzen, wird sportlich bis in die Verbandsliga durchgereicht. Diese stürmischen Zeiten hat Joe, wie er in Ulm heißt, alle miterlebt. Ich wusste, was hier in dem Verein möglich ist. Und es hat sich auch nicht geändert, als wir am Boden waren, als wir richtig schlechte Zeiten hatten. Und deshalb habe ich auch nie den Glauben verloren, dass wir es auch wieder dahin zurückschaffen können. Nach dem Aufstieg haben sie sich in Ulm den Klassenerhalt vorgenommen. Kleine Ziele halt. Dass sie jetzt von der Tabellenspitze grüßen, ist auch für den Trainer völlig überraschend. Die wenigsten von uns haben schon in höheren Ligen Fußball gespielt und Neuland. Und nochmal, wir wussten, dass wir eine Mannschaft haben, die eng zusammenhält. Und das trägt uns auch. Aber ja, man muss sich manchmal schon schütteln, dass wir nach 30 Spielen so weit oben dabei sind. Dennis Chesser ist zurzeit der mit den meisten Toren. 8 sind es für den 31-Jährigen. Er hat Zweitliga-Erfahrung gesammelt beim VfR Aalen. Das ist aber auch schon 10 Jahre her. In der Jugend hat er für die Spatzen gespielt. Jetzt ist Dennis Chesser nach einigen Umwegen zurück. Bin meinen Weg gegangen, bin ein bisschen gereist, sag ich mal. Und dann jetzt wieder hier zurückzukommen, die alten Gesichter auch wieder zu sehen. Hier ist Donaustadion und viele Leute auch drumherum, die man kennt von früher. Das ist schon was Besonderes und gibt natürlich auch nochmal einen extra Kick, nochmal eine extra Motivation. Der gebürtige Günzburger zurück in der Heimat und die heißt sportlich vor allem Donaustadion. Die Arena, die schon etwas in die Jahre gekommen ist. Es fehlt zum Beispiel die von der DFL geforderte Rasenheizung. Deswegen musste man im Winter nach Aalen umziehen. Jetzt kommt die Heizung im Sommer, aber sollte der Aufstieg in die zweite Liga gelingen, hat Geschäftsführer Markus Thiele noch einige andere Baustellen. Die Infrastruktur wie das Flutlicht, die Stromversorgung oder Glasfaseranschlüsse müssen verbessert werden. Viel zu erledigen, ohne die Angst, dass das nicht klappen könnte. Der Verein ist deutlich professioneller geworden. Also wirklich alle, die hier mit dem Verein arbeiten, haben das geschafft, dass der Verein ein Profiklub geworden ist. Und das hat man dann schon gemerkt in diesen, ich glaube, ich war 2, 2,5 Jahre weg, dass dort einiges passiert ist. Felix Hiegel hat nach seinem Gastspiel in Osnabrück mit 4 Toren und 2 Vorlagen auch wesentlich zum Ulmer Aufschwung beigetragen. Für den 27-Jährigen ist die Rückkehr ins eigene Stadion nach den Gastspielen in Aalen alternativlos. Man hat es auch gerade wieder gegen Sandhausen gesehen, wie uns das stark macht, einfach hier mit den Leuten im Rücken im Donaustadion zu spielen. Jetzt auch wieder zum Glück im Donaustadion. Von dem her, das ist für uns schon ein klarer Vorteil. Das letzte Heimspiel gegen Sandhausen, ein souveräner Auftritt. Nach dem 2:0 im Bavü-Duell steht der Aufsteiger zum ersten Mal ganz oben in der Tabelle. Erfolgsgarant für viele Trainer Thomas Wörle. Ich finde, er macht jeden Spieler einfach besser, wirklich jeden Spieler im Kader. Und stellt uns unglaublich gut immer auf die Spiele ein. Also wir wissen immer, was auf uns zukommt, sind da top vorbereitet. Ja, und die Chemie, die passt einfach überragend. Thomas Wörle mit dem SSV nach dem schwer erkämpften 0:0 in Dresden seit 10 Spielen ungeschlagen, freut sich auf die letzten 8 Partien in dieser Saison. 5 Heimspiele, 3 Auswärtsspiele, alles möglich in jede Richtung. Wir planen nicht, was ist übermorgen, sondern wir fokussieren uns auf heute, weil es einfach der wichtigste Tag ist für uns. Vielleicht gibt es dann am 18. Mai wieder solche Bilder und in Ulm und um Ulm herum feiert man den Aufstieg in die zweite Liga. Markus Thiele ist bei uns, der Geschäftsführer. Herr Thiele, schöne Bilder vom Aufstieg. Wie reif ist denn die Mannschaft für den nächsten Aufstieg?
Ja, ich glaube, sie machen es momentan sehr, sehr gut, sind stabil und geben Gas. Und ich glaube, sie haben auch das nötige Selbstvertrauen, um jetzt zumindest mal bis zum Schluss vorne mitzuspielen. Thomas Wörle, der Trainer, hat gesagt, der Star ist die Mannschaft. Kann man auch sagen, der Star ist schon ein bisschen auch der Trainer in Ulm? Ja, also von meiner Philosophie aus definitiv. Ist für mich auch wichtig, dass wir ein gutes Trainerteam haben, denn wir einfach die Chance haben, in der dritten Liga uns übers Trainerteam halt auch die komplette Mannschaft besser zu machen, weil wir einfach nicht auch die finanziellen Möglichkeiten haben, hier gestandene Stars zu holen, beziehungsweise dann auch den Weg nicht einschlagen wollen. Deswegen haben wir uns auch bewusst für ein starkes Trainerteam entschieden. Das weckt natürlich auch Begehrlichkeiten, oder? Gibt es schon Anrufe, dass man den Wörle irgendwie verpflichten will von Ulm? Bei mir hat das Telefon in die Richtung noch nicht geklingelt. Ey. Wir haben gelernt, die Ulmer sind wahrscheinlich schon zweitligareif, was das Fußballerische angeht, aber was das Stadion angeht nicht. Wie ist da der Stand der Dinge? Ja, definitiv haben wir da noch Luft nach oben. Wir sind natürlich da in intensiven Gesprächen mit der DFL und auch mit der Stadt, die uns da sehr stark unterstützt und da wirklich auch im regen Austausch sind, dass wir zumindest mal einen Fahrplan erstellen können, einen Plan erstellen können, wie wir das Stadion hier zweitligatauglich bekommen. Das wird uns mit Sicherheit nicht von heute auf morgen oder im Sommer gelingen, aber da brauchen wir einen Plan, wie wir das auch in der nächsten Zeit hinbekommen wollen, und da sind wir im sehr, sehr guten Austausch. Was sind da die wichtigsten Baustellen? Vielleicht können Sie das nochmal kurz zusammenfassen. Ja, ich glaube, erstmal infrastrukturell fängt beim Flutlicht an. Dann geht es auch um die Rasenheizung, die jetzt im Sommer kommt. Und dann geht es natürlich auch um die medientechnischen Anforderungen, die wir brauchen. Von Stellplätzen für die Übertragungswegen bis Glasfaseranschluss sind es sämtliche Baustellen, die wir dann auch bearbeiten müssen. Das wird ja nicht klappen bis zur Saisonbeginn. Also heißt es, man könnte dann hier spielen und quasi während der Spielzeit wird dann umgebaut, oder wie läuft das dann? Das ist das Ziel, dass wir natürlich da während der Spielzeit auch dementsprechend dann umbauen können und anpassen können. Da sind wir natürlich jetzt im Austausch mit der DFL und müssen abwarten, wie da die Auflagen dementsprechend werden. Was ist denn der Plan B? Also wo könnten Sie sonst spielen? Heidenheim, Augsburg, Stuttgart? Ja, ich glaube, das sind die drei Kandidaten, die ein passendes Stadion haben. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie die Gespräche verlaufen und dementsprechend dann auch Kontakt aufnehmen, ob das überhaupt ein realistisches Szenario dann sein kann, dass wir dann eventuell auch ausweichen müssen. Gibt es einen Favoriten? Nein, aktuell gibt es da keinen Favoriten. Favorit ist Donaustadion, und da wollen wir natürlich alle Kräfte in Bewegung setzen. Ich will nochmal auf das Sportliche gehen. Also, dass eine Mannschaft aufsteigt mit so einer Euphorie und dann vielleicht sogar durchmarschieren könnte, das ist ja schon außergewöhnlich. Klar, Elversberg hat es gezeigt, aber trotzdem, wie kann das gelingen? Also, das ist ja kein Lauf mehr. Ja, ich glaube schon, dass es ein Lauf ist, absolut. Aber die Jungs, die spüren einfach die Euphorie, die spüren, dass sie in der Liga mithalten können. Wir haben von Anfang an auch gesagt, wir können in der Liga nur bestehen, wenn wir all in gehen, wenn wir mutig sind, wenn wir uns weiterentwickeln wollen. Und das gibt natürlich jetzt auch das nötige Selbstvertrauen für die Jungs, dass sie so einen Lauf auch haben und dementsprechend auch vorne mit dabei sind. Was braucht es heute für die zweite Hälfte, dass es auch gelingt mit dem Sieg? Ja, ich glaube, dass wir wieder mehr Sicherheit noch ins Spiel reinbekommen. Wir haben ja schon gemerkt, dass wir den einen oder anderen Aufbaufehler mit dabei haben. Haben uns dann über den Standard sehr gut in Führung gebracht und das Spiel geöffnet. Und jetzt hoffen wir natürlich, dass wir daraus auch Positives ziehen können und in der zweiten Halbzeit dann das ein oder andere noch nachlegen können. Was glauben Sie, wie es ausgeht? Legen Sie sich fest, einen Tipp irgendwie? Ja, ich glaube, es wird spannend. Aue hat gezeigt, dass sie mithalten können und immer gefährlich sind. Deswegen müssen wir da konsequent wach bleiben und hoffen natürlich, dass wir in der zweiten Halbzeit nochmal eins nachlegen können. Ist Aue ein Konkurrent um den Aufstieg, oder welche Mannschaften sehen Sie da jetzt als die größten Konkurrenten für die nächsten Wochen? Aue ist zumindest immer eine Mannschaft, die natürlich auch gefährlich sein kann, die Qualität auch hat, jeden zu schlagen. Momentan sind sie natürlich in der Tabelle etwas weiter hinten, wo viele Mannschaften auch dazwischen sind. Ich glaube, direkt sind es eher dann Dresden, Münster, Regensburg, Sandhausen, die Kandidaten, die sich dann auch um Platz 3, 4, 5 schlagen. Vielen Dank für das Gespräch. Ich drücke die Daumen, dass alles klappt. Und wir geben jetzt ab zu Martin Maibücher mit der zweiten Hälfte. Ulm gegen Aue. Ja, wir sind zurück hier oben auf dem Reporterplatz. Danke nach unten an Johannes Holbein und natürlich auch an Markus Thiele. Schon spannend, was hier in den kommenden Wochen und Monaten so ansteht. Das Thema Rasenheizung hat den Verein ja lange, lange beschäftigt, kommt im Sommer. Aber hier muss natürlich mehr gemacht werden, um dieses Stadion möglicherweise zweitligatauglich zu machen, haben wir eben gehört. Optionen sind natürlich da, auch woanders zu spielen.
Aber so wie es Thiele sagt, Wunsch wäre natürlich Donaustadion. Und hier kommt die Mannschaft, die mit 1:0 führt, zurück auf den Platz. Das ist der SSV Ulm 1846 Fußball. Wer jetzt dazugekommen ist, 1:0 die Führung, 40. Minute, Max Brandt, der Torschütze. Pavel Dotschev. Gute erste Viertelstunde seines Teams gesehen. Danach wurde es nicht mehr ganz so gefährlich. Einen Kracher hatte Aue noch mit diesem Volley-Schuss nach der Ecke von Barilla. Aber ansonsten hat Christian Ortak ab Mitte der ersten Hälfte nicht mehr ganz so viel zu tun bekommen. Zweite Hälfte läuft. Die Ulmer jetzt von rechts nach links mit Jabru. Und das Bild kennen wir aus der ersten Hälfte. Aue läuft sehr früh und sehr hoch an. Zwingt Ortak zum langen Schlag. Und fast hätte sich Aue den da hinten in der Abwehr selber verstolpert und eine Chance für Felix Hiegel ermöglicht. Aber der Fehler wurde nochmal ausgebügelt. Ich schaue gerade mal kurz quer über den Platz. Sieht mir so aus, als ob beide Mannschaften unverändert aus der Kabine gekommen sind. Dennis Cessa, super Parade von Martin Melle. Dennis Cessa mit 8 Toren, der Top-Torjäger im Team von Thomas Wörle, hat die erste große Highlight-Szene des zweiten Durchgangs. Aber Mennel zeigt, was in ihm steckt. So viele Jahre Erfahrung. Der 36-Jährige klasse pariert vom Routinier im Tor von Erzgebirge Aue. Cessa oder Cienza. Cienza wird ausführen. Und die Schussmöglichkeit aus dem Rückraum für Bastian Allgeier. Entweder versprungen oder wirklich ganz, ganz unglücklich getroffen. Sehen wir vielleicht gleich nochmal in der Zeitlupe. Eigentlich ganz gute Position, gerade wenn der Ball auf den Spieler zuläuft. Kann man richtig Druck hinter den Ball geben. Aber der ging dann irgendwo Richtung Fankurve der Gäste. Irgendeiner sollte den Freistoß dann schon ausführen, damit es hier weitergehen kann. Und auch wenn in manchem Fanblock deutschlandweit zu jeder Jahreszeit das Oberteil weggeworfen wird, hier sind es geschmeidige 20 Grad. Das fühlt sich hier schon fast ein bisschen wie Sommer an, auch wenn der große Sonnenschein hier nicht durchkommt ins Donaustadion, aber sehr angenehme, frühlingshafte Temperaturen. Stefaniak. Barilla. Und Stefaniak nicht schnell genug zurückgekommen nach dem ausgeführten Eckball, steht er im Abseits. Freistoß für Ulm. Ja, das ist eindeutig. Ja, und Christian Ortak sind mittlerweile 560 und ein paar mehr Minuten, die er ohne Gegentor ist
in der dritten Liga. Klingt rekordverdächtig, bis dahin ist es aber noch ein etwas weiterer Weg. Der Rekord aufgestellt von Paderborn. Vor einigen Jahren 8 Spiele in Folge ohne Gegentor geblieben. Ausgeschlossen ist es nicht, dass Ortag dahin kommt. Nur heute kann er diesen Rekord nicht brechen, aber auch mehr als 560 Minuten ohne Gegentor. Eine sehr, sehr stabile Leistung des Keepers und aber auch natürlich des Defensivverbunds davor. Denn zum Tore verhindern gehört natürlich nicht nur der Keeper, dazu gehören auch die Vorderleute. Stefaniak, Ball kommt durch und da ist es gefallen. 1-1, Tim Dannhoff besorgt den Ausgleich für Erzgebirge Aue. Da spreche ich gerade ausführlich über die gegentorfreie Zeit des Christian Ortag und des SSV Ulm. Und schon sticht Aue zu. Gahl kann den Ball nicht verteidigen. Dann versucht sich Stefaniak durchzudribbeln und etwas zufällig kommt dann der Ball zu Boris Tasci. Und ob da Dannhoff möglicherweise vielleicht eine Fußspitze zu weit vorne steht, schauen wir hier nochmal drauf. Eher gleiche Höhe, so wirkt es auf mich, sodass der Treffer hier in Ordnung geht. Tim Dannhoff mit seinem 4. Saisontor. Ich habe es in der ersten Hälfte angesprochen. Er ist diese Woche wieder fit geworden nach seiner Schulterverletzung. Auf der offensiven rechten Seite reingerückt in die Mannschaft. Macht hier also den Ausgleich. Brandt, sehr schön durchgesteckt auf Dennis Cessa. Cessa sucht auf der anderen Seite Stoll, aber der ist an 2-3 Meter zu weit weg. Aue kann erstmal klären. Meuer. Kaum Bindung zum Spiel gehabt in der ersten Hälfte. Der 24-Jährige. Gefährlich von Yarbrough. Strumpf passt auf und hilft mit. Cienza. Für mich völlig korrekt, hier weiterlaufen zu lassen, auch wenn Cienza den Freistoß haben will. Normale Zweikampfführung von Steffen Nkansa. Klasse gelöst von den Gästen. Aber der passt dann zu ungenau von Tasci und so die Möglichkeit für Ulm mit einem schnellen Umschaltspiel vielleicht die nächste Chance hier herauszuarbeiten. Barilla faul gegen Cienza. Hiegel. Kleines Missverständnis mit Stoll.
hat sich wieder positioniert, steht wieder sehr kompakt im Abwehrverbund. Felix Hiegel gegen Kansa. Kein Foul, Ball ist noch im Spiel. Hiegel auf Chesser. Chesser abgeblockt. Allgeier. Leo Cienza. Ja, der hat einen guten Rechten. Aber das ist kein Problem für Martin Meddel im Tor. Cienza. Cienza, Möglichkeit zu schießen. Etwas zu verspielt, bleibt hängen. Pepic. Auch er kann den Ball nicht kontrollieren. Brandt, sehr gut nachgesetzt von den Ulmern. Cienza müsste im Abseits gewesen sein. So ist es. Minuten durch. Ulm hätte ja auch noch Optionen im Offensivbereich auf der Bank. Klares Abseits von Cienza. Entweder zentraler Mittelfeldmann mit Andreas Ludwig, aber auch die sehr offensiven Lukas Röser, Nicolas Jan, Thomas Castanaras, die Leihgabe vom VfB Stuttgart. Also Thomas Wörle kann auf jeden Fall noch das ein oder andere Ass aus dem Ärmel ziehen. Sich geschafft, früher abzustoppen. Alles halb so wild, weiß auch Martin Meddel. Geht einfach weiter mit dem Freistoß. Spiel sehen Sie natürlich bis zum Ende hier live im SWR, egal ob im TV, im Livestream auf unserer Webseite swr.de Sport oder auch auf unserem YouTube-Kanal SWR Sport Fußball. Aber das war's noch nicht mit Fußball am heutigen Tag. 17:30 SWR Sport Fußball im TV dann mit einer Zusammenfassung dieses Spiels, natürlich auch noch mit Reaktionen nach dieser Partie Ulm gegen Aue, aber auch im Programm noch Borussia Dortmund 2 gegen Waldhof Mannheim. Ganz spannende Situation für Waldhof Mannheim. Aktuell Tabellen 17. mit ganz anderen Ambitionen in die Saison gestartet. Und jetzt kämpft der SV Waldhof gegen den Abstieg. Fehler von Ortak. Boris Tasci. Tasci hat gute Ansätze, entscheidet sich dann aber in seiner letzten Aktion häufig falsch. Eben schon gesehen, als er den Ball raus auf die linke Seite geben wollte und den Pass viel zu schwach gespielt hat. Hier auch toll antizipiert, den Ball mit der Brust abgefangen, aber am Ende kommt halt nichts bei raus. Also 17:30 SWR Sport Fußball im SWR Fernsehen. Gerne einschalten, Fußball satt.
Hier wieder eine unsaubere Ballbehandlung von Tasci. Kennt man so eigentlich gar nicht von ihm. So ein begnadeter Fußballer. Vielen vielleicht ja noch bekannt aus seiner Zeit beim VfB Stuttgart. Für die Profis ja auch mal ein Tor gemacht. 2016 in der ersten Runde des DFB-Pokals. Viel VfB 2 gespielt, St. Pauli gespielt, Duisburg gespielt. Und jetzt kickt er eben für Erzgebirge Aue. Hat mit seinen großen Fähigkeiten dem Spiel heute noch nicht so richtig seinen Stempel aufdrücken können. Das Spiel findet nach einer guten Stunde immer mehr zwischen den Strafräumen statt. Gab ein, zwei gute Angriffsversuche der Ulmer, besonders direkt nach dem Seitenwechsel, direkt nach dem Wiederanpfiff. Die tolle Chance von Cesar, als Mennel so herausragend passierte. Entschuldigung. Dann das 1-1. Von Tim Dannhof, aber seit der 50. Minute plätschert das Spiel so ein bisschen vor sich hin. Keine großen Toraktionen mehr. Alles, was aussichtsreich aussieht, verpufft dann doch relativ schnell. Beide Mannschaften versuchen wieder Struktur in ihr Spiel zu bekommen. Vielleicht haben Sie es gerade gehört über die Lautsprecher im Stadion. 11.601 Zuschauer heute hier im Stadion dabei beim Duell des Tabellenführers gegen den Tabellenneunten. Pepic. Barilla. Verlost von Meier. Pepic. Und in der Mitte, das gibt es doch nicht. Marvin Stefaniak. Wow. Den muss er erstmal verarbeiten, aber das müssten alle im Stadion hier auch. Dannhof. Oder es ist Pepic. Pepic spielt den Ball perfekt auf Stefaniak und der nagelt das Ding aus 4 Metern völlig frei irgendwo Richtung Kurve. Wahnsinn, was für eine Chance für Aue hier dieses Spiel zu drehen. Was für eine Chance für Marvin Stefaniak. Das muss eigentlich die Führung sein. Und jetzt gibt es die Überzahlsituation. 5 gegen 3, 5 gegen 4. Stoll. Was macht Stoll? Wartet zu lange, kann sich nicht richtig entscheiden. Ball kommt trotzdem an. Bei Allgeier. Chienza steht im Abseits. Da war deutlich mehr drin. Ja, da ist er einen Schritt zu weit vorne beim Pass von Allgeier. Das war einfach nicht gut ausgespielt von den Ulmern. 5 gegen 3 Situationen. Laufwege haben scheinbar nicht ganz so gestimmt. Stoll konnte sich am Anfang nicht entscheiden, wo er den Ball hinbringen will. Und am Ende war dann mehr Zufall dabei. Und es endet dann in einer Abseitssituation. Das kann Ulm auf jeden Fall besser. Thank you.
Leo Cienza. Cienza auf Cesa. Cesa abgeblockt von Burger. Kurz und schnell ausgeführt. Und die Möglichkeit für Lamar Yabu. Es ist Ostern, es ist bald April und dann fängt schon so langsam die Zeit an, in der man auch auf den anderen Plätzen so ein bisschen intensiver vorbeischaut, was macht die Konkurrenz. Und zumindest in der Live-Tabelle durch den Spielstand hier 1-1 ist der SV Ulm 1846 Fußball-Tabellen-Zweiter. Denn Jan Regensburg führt mit 2-0 gegen Halle. Also ganz enge Kiste da oben vor diesem Spieltag. Ja, Ulm einen Punkt Vorsprung vor Dresden und Regensburg. Da kann sich also von Woche immer wieder was verändern. Stefaniak. Kilian Jakob. Majeczak, kein Problem für Christian Ortak. Ja, und parallel führt auch noch Münster gegen Dresden. Münster schiebt sich damit in der Live-Tabelle auf den dritten Platz vor. Einfach nur mal, um diese Spannung in dieser Liga einfach darzustellen. Aktuell Regensburg 57, Ulm 56, Münster 55, Dresden 54. Und Ulm spielt in den kommenden Wochen erst gegen Münster, dann gegen Regensburg. Es wird ein ganz, ganz packender Frühling und Frühsommer in der dritten Liga. Darauf können sich alle Fußballfans schon mal freuen. Und wir werden natürlich regelmäßig mit dabei sein. Und wir werden natürlich genauestens beobachten in diesem Spiel und auch in den kommenden Wochen, wo der Weg der Ulmer hinführen wird. Klar ist, wenn sie ab jetzt jedes Spiel gewinnen, bleiben sie Tabellenführer und steigen auf. Aber damit ist in dieser engen dritten Liga nicht zu rechnen. Und wenn ich mir die anderen Teams so angucke, die alle irgendwie Aufstiegsambitionen hatten oder zumindest zugesprochen bekommen haben. Bielefeld spielt gegen den Abstieg. 1860 München. Der erste FC Saarbrücken, klar, tolle Pokalsaison, aber aktuell Tabellenzehnter. Erzgebirge Aue, eigentlich ein Kandidat für oben drin. Es ist eine Liga, in der jedes Team jedes andere schlagen kann. Und Ulm hat das einfach vorzüglich gemacht in den 30 Spieltagen bislang. Und hier ist beim Stand von 1-1 ja auch noch der Sieg absolut drin, auch wenn es eben bei dieser Chance von Stefaniak erstmal danach aussah, als ob Aue hier 2-1 in Führung gehen wird. Was für eine Szene! Die werden wir möglicherweise am Wochenende oder auch nach der Saison noch ein, zweimal häufiger sehen. Stefaniak, Majeczak, Pepic. Ball zirkuliert gut bei den Gästen. Eckball. Tom Geil dazwischen. Doppelwechsel bahnt sich an beim SSV Ulm. Andreas Ludwig wird neu ins Spiel kommen. Und auch Thomas Castanaras macht sich bereit. Also frische Beine für die Offensive. Erstmal gibt es aber diesen Eckball von Marvin Stefaniak. Strumpf ist zur Stelle. Ludwig, einer fürs zentrale offensive Mittelfeld, hat ja einen ganz starken linken Fuß. Vielleicht auch einer, der nochmal einen Standard im Tor versenken könnte. Castanaras, der Mann,
mit dem größten Marktwert. Soll Spielpraxis bekommen bei den Ulmern. Winterleihe vom VfB. Hat auch schon zweimal getroffen, kommt aber meist nur als Joker von der Bank. Und das ist eine richtig gefährliche Situation. Strumpf prüft seinen Keeper Christian Ortak. Da war meines Erachtens auch die Hand im Spiel. Ich glaube aber, er schießt sich den Ball selbst an die Hand. Und somit ist es nicht strafbar. Wir gucken erstmal auf den Wechsel und sehen, dass Ludwig für Max Brandt, den Torschützen aus der 40. Minute zum 1:0, neu in die Partie kommt. Holt sich hier den Applaus der Fans ab. Hat er sich verdient. Gute Leistung im Mittelfeld. Und Felix Hiegel. Sehr bemüht, vielen Bällen nachgegangen, aber nicht so wirklich gut bedient worden. Vorne im Sturmzentrum für ihn also Castanaras neuem Spiel. Wir gucken nochmal drauf. Tasci. Ja, und dann schießt sich Strumpf den Ball selbst an den Arm. Und weil das natürlich gar nichts mit Absicht zu tun hat, ist das kein Strafstoß vom Schiedsrichter Felix Bickel auch sofort angezeigt. Aber gefährlich wurde es dann trotzdem. Da musste Ortak die rechte Pranke auspacken. Stefaniak, einer der auffälligsten heute. Allgeier, Danov, Pepic. Zurück auf Barilla. Danhof, Weg zugestellt von Allgeier. Und dann geht es hintenrum. Ulm wieder sortiert. ...20 Minuten noch in diesem ausgeglichenen Duell. Ich finde, es gibt überhaupt keine Tendenz, wer dieses Spiel hier gewinnen könnte. Vielleicht Aue mit der etwas stärkeren zweiten Hälfte. Aber Ulm hat es in der ersten Hälfte bewiesen, dass es auch nach Problemen in einer Anfangsphase immer wieder aufwärts gehen kann, spielerisch wie auch taktisch. Das Ding hier kann in jede Richtung kippen und das zu jeder Zeit. Marcel Bär macht sich bereit. Zuletzt krank gewesen, der Neuzugang von 1860. Für die Münchner 2022 Torschützenkönig geworden in der dritten Liga mit 21 Toren. Für die letzten 20 Minuten reicht die Luft also. Das ist ein Mann, auf den muss die Ulmer Defensive ganz besonders aufpassen. Unheimlich torgefährlicher Mann. Erst unsauber von Stoll, dann gut nachgesetzt und den Ball zurückerobert. Ortak. Strumpf. Allgeier. Schön weitergeleitet auf Cienza. Marcel Bär kommt also neu ins Spiel für Steffen Meuer. Erst sein dritter Startelf-Einsatz gewesen. Kommt sonst ist er der Joker. 26 Einwechslungen. Und jetzt kommt also der etatmäßige Stürmer, der Mann, der schon 12 Buden in dieser Saison gemacht hat. Marcel Bär. Natürlich immer so eine Sache, wie fit ist er? Wie viel Körner hat er? Nachdem er jetzt zuletzt die Spiele verpasst hat. Leo Cienza. Stoll. Alles zu, geht hinten rum über Strumpf. Jabru. Cessa. Allgeier, wieder Cessa. Ball kommt zu Castanaras, der aber nicht an die Kugel.
gefährlicher Ball, denn jetzt gibt es eine Überzahlsituation für die Auer. Nirnes Pepic. Ball wird lang und länger. Marcel Bär an die Latte. Der Typ braucht keine Minute, um heiß zu laufen. Super auch herausgespielt, die Situation. Die Flanke von Pepic auf den langen Pfosten. Stefaniak mit der Ablage. Und dann ist Marcel Bär sofort zur Stelle. Jetzt schon mehr gefährliche Offensivaktionen gehabt als Steffen Meuer zuvor. Dennis Cessa. Cessa. Cienza. Etwas zu verspielt in manchen Situationen in dieser Partie. Versucht es immer mit seiner feinen Technik. Bleibt aber das ein oder andere Mal hängen. Hier nochmal die Szene. Pepic. Hinten keiner bei Stefania. Gahl zu spät zurückgekommen. Und dann im Zurücklaufen den Ball so Richtung Tor zu bringen, das ist dann einfach die Qualität eines Mannes wie Marcel Bär. Torschützenkönig in der dritten Liga wird man nicht einfach so. Marcel Bär im Abseits. Auffällig, dass er jetzt sofort gesucht wird. Das Angriffsspiel nochmal eine neue Komponente, ein neues Modul dazu bekommt. Und eins, das auf Hochtouren fahren kann. Castanaras, kommt nicht durch, gut aufgepasst von Kansa. Jabru, Schlussviertelstunde läuft, Bastian Allgeier. Und wieder sind die Füße von Kansa dazwischen. Cienza bringt den Ball durch, auf Cessa. Cessa, aufgepasst von Corbinian Burger. Also dafür, dass Burger sein letztes Drittligaspiel Ende Januar gemacht hat, macht er hier ein sehr, sehr solides Spiel. Der Mann mit der Nummer 5, dessen Schwester übrigens, Leonie, manche kennen sie vielleicht aus der Jury von DSDS, den offiziellen EM-Song 2024 singen wird. Das am Rande. Wir gucken auf die Schlussphase mit diesem Eckball von Leo Cienza. Cienza zu lang. Und aus meiner Sicht völlig korrekt hier. Gar kein Strafstoß. Philipp Meyer einfach umgefallen. Es kommen noch zwei neue ins Spiel und damit wird die Offensive wirklich rund erneuert. Nicolas Jan und Lukas Röser machen sich zur Einwechslung bereit. Ja, ob er sich da schon die Haare kräuseln muss, wenn er sieht, welche zwei starken Spieler da bei Ulm eingewechselt werden können. Ich glaube nicht, dass es was damit zu tun hatte. Aber ein ganz lustiger Bildschnitt von der Regie hier. Eigentlich offensiver Mittelfeldspieler, versucht sich aber die Bälle tief in der eigenen Hälfte zu holen, um von dort aus das Spiel zu strukturieren, zu gestalten. Castanaras. Castanaras, klare gelbe Karte gegen Kilian Jakob. Taktisches Foul, die Karte in dem Fall alternativlos. Vierte Gelbe für ihn. Bei der nächsten muss er ein Spiel pausieren. Hier sind die beiden Neuen. Aber dauert alles noch ein bisschen. Für
natürlich noch nicht ganz zu erkennen, ob erst der Freistoß ausgeführt wird oder erst die Wechsel vollzogen werden. Nee, gibt wohl erst den Freistoß. In die Schnittstelle gespielt auf Castanaras. Fahne geht hoch. Einen Tick zu früh gestartet. Dennoch ganz hübsche Freistoßvariante der Ulmer. 10 Minuten vor dem Ende. Ja, er ist mit dem Kopf zu weit vorne. Füße sind, glaube ich, noch im grünen Bereich. Aber der Kopf, mit dem man ja ein Tor erzielen kann, dann den Tick zu weit vorne korrekt entschieden. Martin Mennel lässt sich jetzt extrem viel Zeit mit dem Abschlag, bekommt da auch ein paar Worte von Schiedsrichter Bickel mitgegeben, der jetzt anzeigt, es kann gewechselt werden, und so ist es auch. Lukas Röser kommt also für Leo Cienza in die Partie. Cienza, man sieht seine Ansätze, man sieht seine Fähigkeiten. Sein Freistoß hat das 1:0 zumindest indirekt mit vorbereitet. Und auch Dennis Cesar. Die beiden Wirbelwinde gehen also runter vom Platz. Und Nicolas Jahn und Lukas Röser sind neu dabei. Ludwig, klasse Ball auf Castanaras. Begeht dann das Offensivfoul und der Verteidiger scheint sich da verletzt zu haben. Könnte Barilla sein. Ja, genau so ist es. Es ist Barilla, der den Laufweg gut zumacht und sich bei dieser Aktion verletzt. Dieser Ausfallschritt. Unglückliche Situation für ihn. Hier sieht man es nochmal. Hat auch sofort angezeigt, dass es für ihn nicht weitergeht. Die medizinische Abteilung ist so schnell es geht am Start. Hoffen wir für ihn, dass es nichts Langwieriges ist. Vielleicht nur eine Zerrung, vielleicht nur einfach ein übler Krampf. Aber für ihn wird es definitiv in dieser Partie nicht weitergehen. Anthony Barilla. Sind auch zwei Wechsel vorbereitet bei Erzgebirge Aue. Weiß nicht, ob Barilla da eine Option war, bevor diese Aktion passiert ist. Auf jeden Fall Sean Seitz und Joshua Schwirten sind beide bereit. Seitz wird also nun für Barilla eingewechselt. Herzlichen Glückwunsch übrigens, Sean Seitz. Heute 22. Geburtstag. In der Jugend in Hoffenheim gespielt. Das sieht wirklich überhaupt nicht gut aus bei Anthony Barilla. Gute Besserung von dieser Stelle. Den kann Aue im Saisonendspurt natürlich weiterhin sehr gut gebrauchen, den Mann von der rechten defensiven Bahn. Seitz also im Spiel und Boris Tasci, Ex-Stuttgarter, darf also auch vom Feld. Joshua Schwirten ebenfalls 22, genauso wie das Geburtstagskind heute, wie Sean Seitz. Zwei Youngster also neu im Spiel bei den Gästen. Sechs Minuten noch offiziell zwischen Ulm und Erzgebirge Aue. 1:1 der Spielstand, Tore Brandt und Danhof. Stefaniak, der hatte die Mega-Möglichkeit auf 2:1 für die Gäste. Und das ist eine gute Aktion von Sean Seitz. Gerade erst eingewechselt worden. Neuzugang vom VfR Aalen. Also es wäre ganz lustig gewesen, hätten diese beiden Mannschaften vielleicht vor ein paar Wochen gegeneinander gespielt. Dann hätte er an seiner alten Wirkungsstätte auflaufen können, im Ausweichstadion der Ulmer.
Jetzt sind sie aber ja zurück im heimischen Donaustadion. Und Ulm ist im Jahr 2024 noch ungeschlagen. 10 Spiele, keine Niederlage. Aktuell sieht es danach aus, dass sich diese Serie fortsetzt. Mit diesem Spielstand von 1-1. Es ist aber natürlich noch deutlich mehr drin. Ball in die Schnittstelle auf Röser. Der bleibt weg. Fahne ging zaghaft hoch vom Assistenten. Für mich nachvollziehbar, dass der Schiedsrichter das hier unterbindet, weil Röser doch relativ lange aktiv zum Ball gegangen ist und so auch das Spiel ein bisschen beeinflusst hat. Geht für mich in Ordnung. Letzte Niederlage Ulm, kurz vor Weihnachten. In Saarbrücken 1-2, seitdem nicht mehr verloren. Aber so ein Sieg heute, der würde natürlich richtig, richtig gut schmecken. Ein paar Minuten sind noch auf der Strumpf. Pepic, Dannhof, Bär. Sehr enges Spiel, sehr ausgeglichenes Spiel. Mal hat 10 Minuten die eine Mannschaft, ein bisschen Oberwasser, dann die andere. Der Ausgang weiterhin völlig offen. Schwirr. Nebenseits der neue Mann. Pepic auf Dannhof. Tim Dannhof, Torschütze zum 1-1 in der 50. Kansa. Jakob ist dabei, Kilian Jakob, sichere Beute für Christian Ortak. Erneut so ein Fehlpass im Aufbau von Meyer. Für mich überragend in dieser gesamten Saison. Heute vielleicht nicht mit dem allerbesten Spiel der bisherigen Spielzeit. Philipp Meyer. 5 Tore gemacht und das als eher defensiv ausgerichteter Mittelfeldspieler. Eine absolute Bank im Mittelfeld. Heute schleichen sich bei ihm 1-2 Fehlpässe mit rein. Das ist halt auch mal drin in einer so langen Spielzeit. Pepic. Auf Marcel Bär. Marcel Bär, das ist die Führung für Aue. Der Joker bringt Aue mit 2-1 in Führung. 13. Saisontreffer für Marcel Bär. 3 Pflichtspiele verpasst, krankheitsbedingt. Wird eingewechselt in der 70. Und stiehlt sich hier genau in der richtigen Sekunde davon. Spitzelt den Ball unter Ortak hinweg ins Tor. Aue führt in Ulm mit 2-1. Tolles Zuspiel auch. Von Mirnes Pepic, kein Abseits von Marcel Bär. Und Christian Ortak kann erstens den Einschlag nicht verhindern und hat sich zweitens auch noch verletzt, während hier der Torschütze Marcel Bär im Bild gezeigt wird. Liegt Ortak am Boden, am Fuß, am Bein getroffen. Das wäre natürlich doppelt bitter für die Spatzen, wenn sich bei diesem Gegentreffer auch noch der Keeper hier verletzt hätte. Sieht auf jeden Fall erstmal nicht gut aus, so wie er da liegt. Au, weia. Schauen wir noch mal drauf. Steckpass von Pepic. Und dann Bär. Er ist einfach den Tick früher dran. Und dann geht er natürlich unglücklich mit den Stollen in die Beine von Christian Ortak. Tut höllisch weh. Lorenz Otto macht sich schon mal bereit, falls er hier für die letzten Minuten noch mal rein muss. Aber die gute Nachricht, Christian Ortak steht schon wieder. Vielleicht gibt es da einfach ein paar blaue Flecke. Wirkt für mich so, als ob er das Spiel hier zu Ende bringen kann. Klar, beide gehen mit voller Power zum Ball.
Bär ist einfach als erster da, rutscht dann unglücklich in die Beine von Ortag rein, aber er zielt dabei das 2:1. Ich meine gerade auf dem Mund von Thomas Wörle gelesen zu haben, war ein Foul, war für mich definitiv nicht so klar vorher am Ball. Und dass die beiden dann ineinander rauschen, das lässt sich bei solchen Szenen manchmal nicht verhindern. Für mich ein regulärer Treffer. Und 5 Minuten gibt es obendrauf. 5 Minuten hat der SSV Ulm noch Zeit, hier doch noch einen Punkt mitzunehmen oder vielleicht mehr mit einem Doppelschlag. Aber erstmal führt die Mannschaft von Martin Mennel, führt der Gast aus Aue mit 2:1. Was das alles für Auswirkungen hat, wenn es bei diesem Spielstand bleibt. Gerne nochmal der Hinweis, 17:30 SWR Sport Fußball in diesem so engen Aufstiegsrennen. Jede Woche gibt es einen Kracher, ein Kracherduell. Da verschiebt sich ab jetzt fast wöchentlich was. Aktuell ist die Tabellenführung futsch, aber noch sind ja die paar Nachspielminuten auf der Uhr. Seitz. Danhof gestellt von Allgeier. Gut gemacht von Allgeier, aber Danhof bleibt dran. Jetzt der Ballgewinn. Lukas Röser. Thomas Castanaras, sehr aufmerksames Spiel von Kansa. Für Aue wäre es die Revanche für das Spiel in der Hinrunde. Und der Spielverlauf wäre gespiegelt in der Hinrunde. 1-0 Führung durch Bär und dann Cienza und Meier zum 2:1-Sieg für Ulm. Jetzt Führung Brandt-Ulm und dann Danhof und Bär mit dem 2:1. Spiel gedreht durch Aue. Danhof. Nikolas Jan. Nächster unsauberer Pass. Klar, die Kräfte gehen auf Flöten. Es ist ein intensives Duell, in dem die Mannschaft von Pavel Dotschev knapp die Nase vorn hat. Ist das die erste Niederlage für die Ulmer seit Dezember? Oder geht hier vielleicht doch noch was? Vielleicht die eine spektakuläre Situation. Castanaras geht nach. Martin Mennel. Jakob. Danhof im Abseits. Jabro. Allgeier. Röser. Jan Meier. Gute Kombination. Einwurf. Nikolas Jan. Eingewechselt. Mit dem langen Einwurf. Ball kommt durch. Chance. Ball ist drin. Das ist der Ausgleich für den SSV Ulm. Thomas Castanaras 2:2. Und jetzt geht hier im Donaustadion der Punk ab. In dieser Mannschaft steckt so viel Wille, so viel Moral, so viel Glaube. Castanaras steht goldrichtig und drückt den Ball über die Linie. 2:2. Wenn alle glauben, es geht nichts mehr, kommt ein Tor von Ulm daher.
drittes Tor für Ulm von Thomas Castanaras. Und was ist das für ein wichtiges? Es sah zwar nicht danach aus, aber irgendwie muss man Ulm zu jeder Zeit alles zutrauen. Und was so ein Tor bewirken kann, auch für die kommenden Wochen, ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Das Spiel ist vorbei. In buchstäblich letzter Sekunde holt hier der SSV Ulm 1846 Fußball noch einen Punkt. Thomas Castanaras mit dem 2:2 in der wirklich letzten Minute der Nachspielzeit. Die kurze Analyse jetzt bei Johannes Ulbein. Bei uns ist wieder Markus Thiele, der Geschäftsführer des SSV Ulm. Sie haben gerade groß gejubelt. Wir gucken jetzt auf die Highlights der zweiten Hälfte und fangen an mit der ersten Szene, 50. Minute, des 1:1 von Dannhoff. Hier sehen wir es. Was läuft da falsch bei Ulm? Ja, hier verteidigt man natürlich den Ball unnötig schlecht. Das können wir einfach erklären, indem wir ihn gleich raushauen. Aber das ist einfach zu einfach, dann gegen den Ball gearbeitet. Man hatte dann so das Gefühl in dieser Phase, dass die Ulmer das Spiel so ein bisschen hergeben. Gucken wir auf die nächste Szene, das 2:1 dann. Bär hat es gemacht, eingewechselt, 88. Minute. Hatten Sie da das Gefühl, dass die Ulmer das Spiel, dass sie das Spiel verlieren? Ja, generell waren wir in der zweiten Halbzeit eigentlich nicht mehr so griffig, wie wir es in der ersten Halbzeit waren. Deswegen war das natürlich auch eine verdiente Führung zu dem Zeitpunkt. Und da waren wir einfach nicht so gut im Spiel, weil wir zu viele individuelle Fehler gemacht haben. Und dann kam die Nachspielzeit. Ich habe Sie gerade beobachtet. Sie standen hier am Spielfeldrand. Dann ist es 2:2 gefallen von Thomas Castanaras. Und Sie sind hier ausgerastet, haben gejubelt. Ja, ich glaube, das ist genau das, was uns ausmacht, dass wir bis zum Schluss immer kämpfen und Gas geben und immer dran glauben. Und deswegen freut es mich natürlich auch von Thomas selber, dass er sich belohnen konnte mit dem Tor heute. Und wir sehen es gerade auch nochmal, gucken wir es nochmal gemeinsam an. Ja. Thomas Castanaras macht es 2:2. Jetzt haben wir nochmal eine andere Szene gesehen. Das war das 2:1. 2:1. Ja, spielt natürlich Mirnes Pepic sehr gut in die Schnittstelle rein. Und ja, war gut herausgespielt und in der Phase absolut verdient das 2:1. Was nehmen wir jetzt mit von dem Spiel? Gucken wir jetzt noch mal kurz auf das Ulmer Tor. Da haben wir es, jetzt haben wir es da. Ja, weil der Einwurf von Nico Jan ist bekannt dafür. Dann haben wir natürlich auch Glück, dass der Ball aus dem Gewürstel direkt vor Thomas fällt und der macht ihn zum 2:2. Deswegen sind wir natürlich zufrieden jetzt, dass wir mit dem Punkt, dass wir noch einen Punkt bekommen haben, kurz vor Schluss, und den nehmen wir mal einfach gerne mit. Vielen Dank Ihnen, ich wünsche Ihnen frohe Ostern, und Ihnen kann ich sagen, wenn Sie mehr Drittliga-Fußball sehen wollen, dann gucken Sie SWR Sport Fußball heute um 17:30 Uhr, und jetzt wünsche ich Ihnen allen frohe Ostern.